Ich begrüße dich zum 16. Videoblog von Katzers Literatur-Crossover. Wie du siehst, bin ich heute nicht vor meiner Bücherwand, sondern im Prater unterwegs. An sich meine Lieblingsumgebung, nur so wirklich frühlingshaft ist es heute nicht. Ja, wie du im Vorspann sehen konntest, habe ich ja ein Bühnenprogramm vom Katzers Literatur Crossover on the Road sozusagen. Aber natürlich, Corona hat mir da vor einem Jahr schon einen Strich durch die Rechnung gemacht und seitdem warte ich auf bessere Zeiten, bin aber da in guter Gesellschaft, habe ich festgestellt. Natürlich gibt es da die Möglichkeit der Social Media Auftritte, wie diesen zum Beispiel im Rahmen meines Newsletters. Aber es ist zugegeben was anderes, als auf der Bühne zu stehen, ohne jetzt eine Rampensau sein zu müssen. Das ganze Medium ist ein anderes. Life is Life, haben wir schon Opus gesungen. Es ist interessant, meine Frau zum Beispiel ist Soziolinguistin, das heißt Sprachwissenschaftlerin mit Schwerpunkt auf Migration und Chancenungleichheit. Normalerweise unterrichtet sie in Freiburg im Breisgau in Deutschland auf der Uni. Aber natürlich, Corona macht ja genauso Strich durch die Rechnung, Homeoffice ist angesagt. Das hat für mich einen Vorteil, wenigstens etwas, sie ist bei mir zu Hause und sitzt tagelang und stundenlang und ehrlich dauernd vor dem Monitor. Ein interessantes, nach einem Seminar mit einer Gruppe von Studenten per Homeoffice ist sie, wie man in Wien sagt, streichfähig. Es ist irrsinnig anstrengend, wesentlich mehr als live sozusagen haptisch die Leute zu erleben, in persona. Und rein biologistisch betrachtet hat es ungefähr 6 Millionen Jahre gedauert, bis es möglich war, dass sich unser Kleinhirn so weit ausgebildet hatte, dass wir so kommunizieren können untereinander, wie wir es heute gewohnt sind. Kommunikation besteht ja nicht immer nur aus Sprache, ist ja auch aus Gestus, aus Gesichtsausdruck, aus Mimik, alles Mögliche. Paul Watzlawick, der berühmte Verhaltensforscher, hat einmal gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Das heißt, wir kommunizieren ununterbrochen, auch wenn wir nicht sprechen. Ja, das geht automatisch. Und natürlich, wenn wir biologistisch weiterdenken, könnte es sein, dass wir eine ganze Weile brauchen, bis wir das erlernt haben, was wir heute virtuell versuchen, mit einer Selbstverständlichkeit zu benutzen, nämlich das auf Zoom und sonstigen Formaten sich virtuell zu unterhalten, mit der Selbstverständlichkeit, als wären die Menschen direkt vor uns. Noch ein Beispiel zu diesem Thema. Ich spreche vom Telefonieren im Auto. Ich bin noch als Komiker mit meinem Kollegen 35 Jahre lang quer durch Europa gedüst und das meist mit dem Auto. Bekanntlich ist der Mond ja 385.000 Kilometer von der Erde entfernt. Und mit ungefähr dieser Zahl von Kilometern im Buckel habe ich einige unserer Tourfahrzeuge im Laufe unserer gemeinsamen Arbeit weggeschmissen. Das heißt, ich habe da schon eine gewisse Routine im Autofahren. Und dennoch erlebe ich Telefonieren im Auto trotz Freisprecheinrichtung anders, als säße jemand real neben mir. Ich erlebe mich, dass ich unkonzentriert bin. Das heißt, es fährt die Automatik mit mir. Die Jahre habe ich ja, dass das funktioniert. Aber so konzentriert, als säße dieser Mensch neben mir, bin ich nicht. Ich bin nachher meistens ganz baff, wo ich schon bin, nach dem Telefonat. Das klingt jetzt so dramatisch, ist es aber eigentlich gar nicht. Das war eh ganz sicher. Aber halt nicht so, als säße der Mensch neben mir. Es ist auch ein Unterschied zwischen lebendig, live oder virtuell. Auch sei es nur der Raum, der virtuell ist. Und ich weiß, es gibt da Forschungen diesbezüglich, dass es gar nicht so darauf ankommt, ob ich das Handy jetzt in der Hand habe und am Ohr halte während der Fahrt. Ob ich eine Freisprecheinrichtung habe oder ähnliches. Nee, es ist eigentlich der virtuelle Raum, der uns umgibt, den wir noch nicht evolutionär gewöhnt sind. Und da liegt das Problem drinnen. Ja, und deswegen sehne ich mich einfach nach Live-Auftritten, diesem Katzers Literatur-Crossover on the Road. Es ist was anderes. Ich freue mich, wenn ich dich da begrüßen kann und euch alle begrüßen kann virtuell, dass sich überhaupt die Möglichkeit ergibt, ist ja schon sensationell. Das ist ja nicht selbstverständlich. Früher war das überhaupt nicht einmal zu denken. Heute gibt es das alles. Aber es ist eben etwas anderes. Und sollte Corona in absehbarer Zeit einmal wirklich an uns vorbeigehen, werde ich mich sehr freuen. Und ich bin da in guter Gesellschaft, weiß ich, meine ehemaligen Kabarett- und Show-Kollegen freuen sich alle. Die sind alle komplett arbeitslos gewesen die ganze Zeit. Ganz schlimme Sache. Da geht es mir besser, weil ich ja eigentlich schon ein Unruheständler bin. Aber trotzdem, die bloße Tatsache, wieder mal spielen zu können auf der Bühne, das Vergnügen, euch alle vor mir sehen zu können, obwohl das in großen Bühnen schwer ist, da schaut man in schwarze Löcher, das wissen die wenigsten Leute, dass ich in ein schwarzes Loch schaue. Die müssen von Scheinwerfern so geblendet, dass man ihr nicht sieht. Und trotzdem ist ein Riesenunterschied. Ihr sitzt dort leibhaftig sozusagen. Und da ist ein Riesenunterschied.
Schreiben ist ja ein kommunikatives Medium. Ich schreibe nicht für mich selbst nur. Natürlich schreibt man das Auto auch für sich selbst. Man schreibt sich was von der Seele oder Gedanken auf, die man eigentlich besser schreibt, als sie nur zu denken. Aber es soll kommunikativ sein. Speziell wenn man Romane schreibt wie ich, sollte man schon spekulieren zumindest damit, dass die jemand liest. Und die behandle ich ja unter anderem auf der Bühne und die Peripherie um diese Romane. Alles, was ich mal gedacht habe dabei und was peripher vorkommt, thematisch wird dort behandelt. Ich bringe es auch mit Videoprojektionen, viel Musik. Und eines ist, ich bringe meine drei Berufe zusammen auf der Bühne. Das kann ich da schwer. Nämlich als Musiker, als Entertainer und als Schriftsteller. Und es gibt nicht sehr viele, die das Glück gehabt haben, alle diese Berufe erlernt zu haben. Und die Maßen habe ich einfach. Ja, und das würde ich gerne wieder mal spielen. Und ich hoffe, dass jemand von euch dann auch wieder aufmarschiert, nach der langen Zeit, wo ich nur virtuell unterwegs war. Ja, und bis dahin kann ich nur sagen, tschüss, mach's gut und keep swinging.